Hallo aus dem Kidstore. Wir haben heute wieder einen kleinen Versuch vorbereitet, mit dem man schön den Begriff Dichte veranschaulichen kann und was man damit so machen kann. Dazu habe ich hier einmal zwei Messzylinder vorbereitet, jeweils gefüllt mit einer Flüssigkeit und daneben ein kleines Becherglas mit einer Mischung aus verschiedenen Kunststoffgranulaten. So, wenn ich nun dieses Kunststoffgranulat, diese Mischung, in den ersten Messzylinder gebe, dann kann man erkennen, dass der gesamte Kunststoff zu Boden fällt. So, wenn ich das Ganze jetzt bei dem zweiten Messzylinder mache, dann kann man was ganz anderes beobachten. Und zwar könnt ihr sehr schön sehen, wie die verschiedenen Kunststoffe auf den verschiedenen Ebenen hängen bleiben. Warum ist das jetzt so? Ich meine, ihr habt euch wahrscheinlich schon gedacht, dass in dem zweiten Zylinder nicht nur eine Flüssigkeit drin ist, sondern hier sind eben verschiedene Flüssigkeiten drin und die unterscheiden sich in ihrer Dichte. So, was bedeutet der Begriff Dichte überhaupt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich das erstmal einfach anzeichne, die Formel von der Dichte, dann ist das Rho gleich M durch V. Dabei steht Rho für die Dichte, M für die Masse und das V für das Volumen. Okay, das kann ich mir jetzt vielleicht auch noch nicht besser vorstellen. Deswegen habe ich hier mal, das stelle ich mal einmal kurz zur Seite, drei Messbecher vorbereitet und die unterschiedlich gefüllt. So, und zwar sind diese drei Messbecher gefüllt, einmal mit Sand, einmal mit Sägespänen und einmal mit Styropor. Wie ihr erkennen könnt, sind die drei Messbecher alle bis zur gleichen Markierung gefüllt. Das heißt, sie haben das gleiche Volumen, in diesem Fall 1 Liter. Was die aber unterscheidet, die drei, ist eben die Masse. Die Masse wird normalerweise in Kilogramm angegeben, kennt ihr, keine Ahnung, wenn man sich auf die Waage stellt zum Beispiel. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich die jetzt hier hochhebe, dass die alle unterschiedlich schwer sind. Und zwar ist der Messzylinder mit dem Sand am schwersten, danach folgt der mit den Sägespänen und danach eben der mit dem Styropor. Das bedeutet, wenn man sich auf die Formel nochmal schaut, M durch V, dass der Sand eben die größte Dichte hat, danach folgen die Sägespäne und danach das Styropor. So, jetzt haben natürlich nicht nur Feststoffe, wie sie hier in den Messbechern sind, eine Dichte, sondern eben auch Flüssigkeiten. Und ein ganz bekanntes Beispiel dafür, das kennt ihr auch bestimmt aus der Küche, ist eben mit Wasser und Öl. Wenn ich das zusammengieße, kann man schön erkennen, dass das Öl oben ist und das Wasser unten. Und das liegt eben genau daran, dass das Öl eine geringere Dichte als das Wasser hat und dementsprechend oben aufschwimmt. So ist es jetzt auch in unserem Versuch, nur dass in diesem Fall eben die Flüssigkeiten alle durchsichtig sind und man sie so auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden kann. Und trotzdem haben eben auch die Kunststoffe, die ich da eingefüllt habe, auch eine unterschiedliche Dichte und etwas schwimmt oben, wenn die Dichte geringer ist als die umgebende Flüssigkeit und so schwimmen diese verschiedenen Kunststoffe in den verschiedenen Ebenen der Flüssigkeiten. Dieser Messzylinder ist beispielsweise gefüllt mit unten einer Zuckerlösung mit einem hohen Zuckergehalt, darüber folgt eine Zuckerlösung mit einem etwas geringeren Zuckergehalt, darüber kommt Wasser und darüber folgt einfach Ethanol. Und so kann man diese Kunststoffe wunderschön auftrennen aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte. So, was kann man noch damit Schönes machen? Dazu habe ich mal noch was vorbereitet. Und zwar habe ich hier 5 verschiedene Bechergläser der Reihe nach beschriftet. Und jetzt kommt nämlich das Experiment, was ihr auch zu Hause schön nachmachen könnt. Dazu braucht ihr eben diese 5 Lösungen. Und dann nehme ich mir noch diesen Messzylinder. Und was jetzt in diesen Bechergläsern drin ist, das ist einfach nur eine Zuckerlösung. Das bedeutet, ich habe einfach nur Wasser und Zucker hinzugegeben. Allerdings eben in verschiedenen Konzentrationen. Ich habe in Becherglas 1 eine sehr hohe Zuckerkonzentration. Dadurch hat Becherglas 1 auch eine sehr hohe Dichte. Wenn ihr das jetzt zu Hause macht, dann müsst ihr auch darauf achten, wie ich das jetzt auch mache, dass man diese verschiedenen Flüssigkeiten ganz langsam übereinander schichtet. Weil ansonsten würden sich die Flüssigkeiten im Gegensatz zu Wasser und Öl
einfach wieder vermischen und ihr hättet eben nicht diesen schönen Effekt, den wir gleich sehen können, sondern hättet einfach nur eine einfarbige Flüssigkeit in eurem Glas. So, das Ganze dauert jetzt einen kleinen Moment, weil ich das eben recht vorsichtig gießen muss, damit man diesen Effekt nachher erkennen kann. Aber währenddessen kann ich euch ja schon mal erklären, wie ihr das zu Hause auch einfach nachmachen könnt. Das genaue Rezept gebe ich euch gleich noch. Aber ich habe eben immer eine bestimmte Menge an Zucker einfach in Wasser gelöst. Dazu könnt ihr am einfachsten warmes Wasser nehmen. Darin löst sich der Zucker am besten. Füllt euch in 5 verschiedene Gläser einfach Wasser rein. Wie gesagt, am besten warmes, lauwarmes Wasser. Es muss nicht heiß sein. Und füllt dann die entsprechenden Zuckermengen dazu. Rührt das Ganze gut um, bis sich wirklich der komplette Zucker gelöst hat. Um das Ganze farbig zu machen, könnt ihr natürlich Lebensmittelfarbe nehmen, so wie ich das hier gemacht habe. Ihr könnt aber auch jegliche andere Farbe nehmen, die ihr irgendwie zu Hause findet. Also ihr könnt Wasserfarben nehmen, ihr könnt zum Beispiel Tinte nehmen oder einfach mal mit verschiedenen Farben, was euch so einfällt, einfach zu Hause rumprobieren. Dabei kommt es eben nicht genau darauf an, welche Farbe es ist, sondern dass man es einfach unterscheiden kann und damit diesen schönen Effekt erzielen kann. So, jetzt bin ich bei, oh, es tropft ein bisschen, ist aber nicht weiter schlimm, es ist ja nur Wasser und Zucker. Und gieße das Ganze vorsichtig oben drauf. Wichtig ist dabei, wenn ihr zu Hause das nachmachen wollt, ihr habt vielleicht jetzt nicht unbedingt so einen Messzylinder zu Hause, dann nehmt ihr einfach eine dünne Vase oder irgendeinen anderen Gegenstand, der möglichst dünn ist, aber dabei relativ hoch und durchsichtig sollte er natürlich sein, dass ihr das Ganze auch schön beobachten könnt. Jetzt habe ich hier gleich eine ganz schöne Sauerei gemacht. So, und jetzt kann man schon erkennen, dass ich hier bei den Flüssigkeiten, hier unten kann man das sehr gut erkennen, bei anderen Flüssigkeiten habe ich das vielleicht einen kleinen Tacken zu schnell schon eingegossen, sodass man die Grenze nicht perfekt erkennen kann. Das passiert eben, wenn man das zu schnell einschüttet, deswegen achtet zu Hause drauf, vor allem das möglichst langsam zu machen, damit man den Effekt, wie man ihn hier unten wunderschön erkennen kann, aber hier kann man auch den schönen Verlauf erkennen, noch besser erkennen kann. So, dann zu dem Rezept, wie ich das gemacht habe. Also erstmal, wenn ihr das zu Hause macht, ihr braucht einfach nur Zucker, Wasser, 5 Gläser und eine dünne Vase und eben Lebensmittelfarbe oder sonstige Farbe, die ihr zu Hause habt. Dann geht ihr wie folgt vor, ihr füllt jeweils 50 ml in eure Gläser und gebt dann der Reihe nach in das erste Glas eben 90 Gramm Zucker, in das zweite Glas 60 Gramm Zucker, in das dritte Glas 30 Gramm Zucker, in das vierte Glas 15 Gramm Zucker und in das fünfte Glas kommt gar kein Zucker, da bleibt nur Wasser. Wenn ihr das nachher in euren Zylinder füllt, denkt daran, dass ihr zuerst Lösung 1 reinfüllt, danach Lösung 2 und so weiter, weil eben die Lösung mit dem meisten Zucker auch die höchste Dichte hat und dementsprechend unten bleibt. So, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns einfach an info@kidsdoch.de. Einfach unter dem Begriff Experiment der Woche oder Dichte und ich werde euch alle eure Fragen schnellstmöglich beantworten. Oder wenn ihr es zu Hause ausprobiert habt, schickt uns auch gerne eure Fotos, die ihr gemacht habt, von eurem Versuch. Da würden wir uns auch sehr darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Ausprobieren.